Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Riesen. Es bleibt ein Riesenspiel und wir machen uns weiter auf und gehen jetzt eben kurz einmal die Insel wieder zurück, schauen, ob Rupert sich schon wieder an sein Lagerfeuer gesetzt hat. Und ein abschließendes kleines Gespräch dann nochmal mit ihm führen. Dann würde ich einmal kurz zu den Banditen zurück, auch wenn es echt weit ist, aber es hilft ja nichts, um dort Schlösser knacken zu lernen. Und dann könnten wir eigentlich Pattys Quest machen, weil wir dann eh wieder am Anfang da hinten sind, dass wir eben die Gräber einmal alle absuchen. Und dann bleibt danach ja nur noch die Quest mit dem Einsiedler, wobei wir gerade bei dem Einsiedler sind, ne? Vielleicht sollten wir einfach das eben schnell machen. Wir sind ja eh gerade hier. Seine Hütte war doch hier irgendwo, ne? Frage ist, wo der gefangen ist und so. Ich weiß es nicht. Mal sehen, ich schnack jetzt erstmal mit ihm hier nochmal. Okay, er ist nicht mehr wieder hier. Dann schnack ich jetzt nochmal mit der Wolfsdame da, mit ihrem Wölfchen. Gucken wir mal, ob die noch was Neues erzählt. Vorsichtig bitte, nicht runterfallen, danke. So, mal schauen. Seid ihr wieder zu... Guck mal, Rupert ist wieder zu Hause. Ja, schön. Weißt du, dass ich hier Rupert wieder zurückgebracht habe, Jasmin? So, was hast du zu verkaufen? Was hast du zu verkaufen? Sie hat einen Ring der Verstohlenheit. Sonst eigentlich nichts, was wir brauchen. Was ist das eigentlich? Sei das ein Zweihandschwert? Schade. Zweihandschwert. Benötigt Stärke 90. Zweihand. Bastardschwert. Klingschaden 50. Klingschaden 55. Die Verräterklinge. Warte, warte, warte. Ende. Ja, geilo. Gleich mal ausrüsten. Nice. Schildmäßig sind wir aber, glaube ich, noch dabei, ne? Ja. Da sind wir noch ganz vorne mit dabei. Okay. Rupert, bei dir noch irgendwas los? Da bist du ja wieder. Na sicher. Ja, aber okay, mehr ist hier nicht, ne? Alles klar, weitermachen. Oh, darf ich dich nicht streicheln, Rufo? Schade. Ich hätte dich gern ganz lieb gestreichelt. So. Vorne sehe ich wieder einen Echsenmensch. Schieße ich jetzt in den Kopf. Einen kriege ich so weg. Und den zweiten, den mache ich mit meinen Kumpels hier. Leute, guck mal, Ex-Mensch. Habt ihr Bock? Pass auf! Ja. Ja. Weiter so! Schnapp mir den Mistkerl. Haut ihr mich jetzt? Sind die aggro auf mich, weil ich aus Versehen wieder den getroffen habe. Ich kriege die Krise. Im Trank ein- und abhauen. Ja, entspannt euch mal. Ich habe euch aus Versehen gehauen. Leute, 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 ihr müsst mal echt ein bisschen eure Nuggets chillen. Ernsthaft. Ich geh mal kurz pennen bis zum nächsten Morgen, dann werden die sich bestimmt beruhigen. Halt! So. Stehen bleiben! So, warte, bis zum nächsten Morgen schlafen, dann sind die wieder entspannt. Glaubt mir. Nicht, solange mir noch einer auf den Sack geht. Oh mein Gott, okay, das war jetzt dumm. Okay, okay. Dann doch nicht. Nicht, solange mir noch einer auf den Sack geht. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Ja, tschüss. Rupert, wir waren mal dicke Kumpels, ne? Wir waren mal echt Kumpels. Da hab ich dich aus Versehen einmal gehauen und jetzt meinst du hier aufmucken zu müssen, ne? Finde ich uncool. Das finde ich echt ein bisschen doof gemacht. Weil ich sag mal, wie es ist, im Eifer des Gefechts kommt es halt wirklich dauernd mal vor, dass man aus Versehen wen trifft. Das passiert halt nun mal. Da sollte man so eine kleine Cooldown schon irgendwie drin haben, dass man... Wenn man zusammen kämpft und dann, keine Ahnung, 10 Sekunden danach, dass dann vielleicht irgendwie Ruhe ist oder so, nach, keine Ahnung, 3 Sekunden. Und dann den letzten Hit vielleicht noch eben aus Versehen setzen kann. So, ist wieder so ein dickes Ding. Wollen wir das eben mal versuchen? Da sind sogar zwei, glaube ich, ne? Warte mal, ich will mal eben versuchen, ob wir die wegkriegen. Das scheint nämlich nicht so stabil zu sein, das Teil. Das sieht nur gefährlich aus. Hä?
scheinen überhaupt nicht böse zu sein. Also ja, die tun mal ein bisschen weh vielleicht. Aber so wirklich gemein sind die wohl nicht. Das sind wohl so kleine, sanfte Riesen. Ganz entspannte, ruhige Genossen, die ich hier einfach wegmache. Für den Loot. So, wo ist denn jetzt dieser komische Einsiedler? Hatte der deine Hütte nicht irgendwie da hinten? Mir wäre doch so, dass sie hier irgendwo rumgammelte. Da hinten irgendwo, oder bin ich bescheuert? Nochmal suchen gehen. Irgendwo wird der ja wohl sein. Der muss ja eigentlich irgendwo hier dann sein. Stimmt, in der Höhle da drin. Komm, erzähl mir nichts. Kann ja nur noch da drin sein. Also jetzt gehen wir nochmal kurz gucken. Hier war seine Höhle. Da steht jetzt auf einmal plötzlich jemand. Das ist neu. Quicksafen wir doch erstmal. Wenn wir dann schon mal da sind, komm, dann nehmen wir das mit. Bist du nett oder bist du böse? Cyrus! Oh, was machst du denn hier? Ich hatte eigentlich gehofft, dass Eldrick endlich auftaucht. Was ist denn los? Wo ist der Druide? Was ist los? Wo ist der Druide? Ich weiß es nicht. Aber hier sieht es aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Irgendeine Spur von Eldrick? Nein, nichts. Aber ich habe die Hütte auch noch nicht durchsucht. In der Hütte habe ich einen abgerissenen Ärmel gefunden. Ach, da kam er. In der Hütte habe ich einen abgerissenen Ärmel gefunden. Der gehört bestimmt Eldrick. Ihm ist bestimmt etwas zugestoßen. Das wissen wir erst, wenn wir ihn gefunden haben. Wir müssen Eldrick suchen. Wir müssen Eldrick suchen. Ja, natürlich. Ich werde hier warten, falls Eldrick doch noch auftaucht. Gut, ich werde den Druiden suchen. Hast du eine Idee, wo du suchen willst? Jasmin hat hier in der Nähe ihre Hütte. Vielleicht hat sie den Druiden gesehen. Versuche es. Vielleicht hast du ja Glück. Okay, warte mal. Hat Eldrick ein Bett? Ja, sehr schön. Schlafen wir erstmal bis zum nächsten Morgen. Jetzt muss ich natürlich mit Jasmin reden. Toll, oder? Die jetzt böse auf mich ist, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe aus Versehen da mal draufgehauen. Oh Mist, Alter. Na gut, dann versuchen wir jetzt mal mit Jasmin zu reden. Oh je, ich ahne Schlimmes, Leute. Vielleicht haben sie es wieder vergessen. Ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Es geht da auf jeden Fall irgendwie noch einen Hügel hoch. Wo geht's denn da hin? Egal. Fokus bitte, Fuchs. Fokus bitte. Ich muss jetzt erstmal Eldrick finden. Der ist 100 Pro da hinten irgendwie in diesem Tempel drin. Muss ja. Wo soll er denn sonst sein, ne? Wo soll er denn sonst sein? So, Leute, bitte entspannt bleiben. Ich kann sonst schon mal den Witzzauber rausholen. Wie viel davon habe ich noch? 3. Würde genau reichen. Ich probiere aber erstmal mein Glück. Vielleicht geht das ja noch so. Vielleicht haben die es wieder vergessen, dass sie aggressiv sind. Da ist der Mistkerl. Mann, die scheinen sich beruhigt zu haben. Cool. Jasmin, so, hast du den Druiden gesehen? Hast du den Druiden gesehen? Wen? Eldrick. Ach, den komischen Kauz, der weiter oben seine Hütte hat? Nein, den habe ich schon länger nicht gesehen, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Er will meistens allein sein. Ich muss ihn finden. Ich muss Eldrick finden. Ist er nicht bei seiner Hütte? Nein, sie ist verlassen. Ich habe keine Ahnung, wo er hin sein könnte. Aber wenn es so dringend ist, vielleicht kann mein Wolf Rufo dir helfen. Oh, wie kann dein Wolf mir denn helfen? Wie kann dein Wolf mir helfen? Er hat die beste Spürnase auf der ganzen Insel. Er kann bestimmt die Fährte des Druiden finden. Ach, cool. Was verlangst du für deinen Wolf? Wie das klingt, Mann. Was verlangst du für deinen Wolf? Nein, ich verkaufe ihn nicht. Ich würde ihn höchstens ausleihen. Was verlangst du? Nun, wir haben einen Haufen Felle, kommen aber nicht in die Stadt. Wenn du sie mir abkaufen würdest, für 200 Gold. Ja, komm, dann kaufe ich deine Felle. Ich will deine Felle kaufen. Hier sind sie. Gut. Was ist jetzt mit dem Wolf? Was ist jetzt mit dem Wolf? Also gut. Ich werde ihn dir überlassen. Aber wenn er zu Schaden kommt... Ich werde darauf achten. Das will ich hoffen. Geil. Also, wenn du willst, dass Rufo auf dich hört, solltest du dich erstmal mit ihm anfreunden. Gib ihm was zu fressen. Das hilft. Wenn du willst, verkaufe ich dir rohes Fleisch. Keine Sorge. Davon habe ich genug. So, Rufo. Lass mal Freunde werden. Ich hab hier was für dich. Ich hab hier was für dich. Ja, bist ein feiner Junge. Er mag dich. Und jetzt? Damit Rufo die Fährte aufnehmen kann, brauchst du etwas, was dem Druiden gehört.
Nimm ein Kleidungsstück von Eldrick und halte es Rufo unter die Nase. Dann musst du ihm nur noch folgen. Ich hab da so ein Ärmel, das wird wohl reichen. So, Rufo, guck mal hier. Rufo, such. Wow, wow, wow. Los geht's, folgen wir ihm mal. F8, er darf auf jeden Fall nicht zu Schaden kommen, das ist mein ganz persönliches Bestreben. Ich werde auf Rufo Acht geben, als wäre es mein eigenes Wölfchen. Wird mein Wunsch doch noch wahr, wir bekommen einen Wolfsbegleiter. Zwar nur temporär, aber er ist da. Ich kann mich an das alles nicht erinnern, Alter. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe Riesen 1 mal durchgespielt. Vielleicht habe ich es noch nicht durchgespielt. Vielleicht haben mich diese komischen Viecher zu sehr genervt. Ich weiß es nicht mehr. Aber mir wäre so, als hätte ich das durchgespielt. Aber langsam beginne ich das zweifeln, weil ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr. Ich kann mich nicht an Rufo erinnern, ich kann mich nicht an Eldrick erinnern, ich kann mich nicht an die Goldschalen erinnern. Alter, wie cool ihr den Apfel flippt. Ja, Rufo, das ist die Hütte. War ja klar, die Druidenhütte. Weiter, Rufo, such! Gut, bis gleich dann, ne? Du siehst, ich hab mit Wolf organisiert. Bin schon cool dabei. Geht 100 pro in den Tempel. Muss. Sowas von in den Tempel gehen. Okay, dieses Opferding hier. Ah, nicht schlecht. Ja, guter Wolf. Komischer Ort. Hier ist es irgendwie unheimlich. Ich guck mal erstmal, ist hier denn irgendwas? Nö. Okay. Rufo kann weitergehen. Hier, komm, such mal weiter. Such weiter, Rufo. Na, wow. Los geht's, komm. Mal sehen, wo der ist. Hier waren wir auch schon mal. Gut gemacht. Hast du was gefunden, Rufo? Hast du was gefunden, mein Kleiner? Hä? Weiter, Rufo. Weiter. Weiter. Hier war ja sonst nichts. Wir waren hier ja schon. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich rüber Richtung Dungeon gehen. Oder der hängt hier sonst irgendwo rum. Kann natürlich auch sein. Ganz ein feiner Rufo. Bist ein feiner, bist du. Naja, ich bin bei dir, keine Sorge. Lass dich nicht allein. Bin schon nervös, war, dass wir ihn hier irgendwie allein rumlaufen lassen. Nee, nee. Pass schon auf. Ist nochmal wieder ein Lagerfeuer. Vielleicht saß der da dran. Nee. Und wir gehen zum Dungeon. Na, wer hätte es gedacht? Was los, sagst du? Weiter. Los, Rufo, weiter. Gleich sind wir da, Rufo. Guck mal. Da scheint er dann gefangen zu sein. Ja, braver Wolf. Los, such weiter. Los, such weiter. Ah, hier endet die Spur. Was ist los? Willst du nicht weiter? Ist Eldrick da drin? Dann muss ich wohl alleine weiter. Du kannst wieder nach Hause. Tschüss, Rufo. Hat Spaß mit dir gemacht. Ich hätte ihm jetzt ja nochmal Fleisch gegeben. Also, Eldrick ist hier drin. Wir müssen einen Weg da reinfinden. Machen wir erstmal Licht. Speichern quick und dann gucken wir mal, ob es da einen Weg hinein gibt. Das könnte auch wieder ein Loch sein, wo wir mit einer Nautilus durch können. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Mit irgendeinen Schalter auch, den man vielleicht betätigen muss. Ein magisches Kraftfeld. Vielleicht kann Cyrus mir helfen. Ah, okay. Clever. Dann zurück zu Cyrus.
Hier, dieser Stein sieht sehr schön aus. Bisschen gestretched, würde ich sagen. Gut, dann auch zu Cyrus. Fragen wir ihn mal, ob er eine Idee hat. Dahinter habe ich schon gleich direkt schöne Wesen entdeckt, auf die ich Bock habe. Wie heißen sie? Ex-Menschen. Das wird super. Oh, hier lag noch ein Krallenfalter rum. Guck mal. Hat die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir ihn looten können. Das ist nett von ihm. So, schade, dass unser Wolf schon wieder weg ist. Ich fand's echt schön. Es war ein kurzes Vergnügen, aber es war ein Vergnügen. Ja. Mit Rufo auf Fährtensuche, ich sag's euch. Schön. Bekommt man da nicht auch so ein bisschen Ocarina of Time-Vibes hier mit dem ganzen Gekröse, das so in der Luft rumfliegt? Schön. So, Cyrus, wie sieht's aus? Ich müsste mal eben in den Tempel da rein. Geldwechsel direkt im Tempel. So, los geht's. So, ich habe da so eine Barriere gefunden, mein Freund. Ich habe eine magische Barriere gefunden. Das muss ich mir genauer anschauen. Zeig sie mir. Jo, dann komm mal mit, ne? Komm mit. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wie viel brauchen wir eigentlich noch bis zum nächsten Level ab? Ah, oh, eine ganze Menge. Aber gut, wir haben ja schon 10 Lernpunkte. Ich plane schon mal so ein bisschen voraus, weißt du? Komm mal mit, Cyrus. Ist auch nicht weit, keine Sorge. Ich weiß ja, ihr bewegt euch nicht so gerne, ne? Lieber trinken, schön Wein trinken, ein bisschen rumchillen, das ist ja so eher das Ding. Aber gucken wir mal. Das ist ja auch gleich an unserer Seite, das wäre natürlich sehr nett, da muss ich nicht gegen diese Echsenmenschen alleine kämpfen. Das würde mich erfreuen. Hey, Rufo! Er geht den ganzen Weg zurück. Ich hätte keinen Bock auf Wasser, deswegen will ich, dass seine Pötchen nass werden. Kann ich verstehen. So, komm mal mit hier. Ist nicht wahr, du. Gleich ist gleich da vorne, ne? Kann es schon sehen. Dum, dum. Ist er am Start? Ja, ja, ist noch dabei, Leute. Er ist noch dabei. Komm mal mit. So, komm. Komm und ran, du. So, hier, guck mal. Da. Da ist sie. Ein magisches Kraftfeld. Au! Das brezelt richtig. So. Du musst mir helfen, diese Barriere zu öffnen. Du musst mir helfen, diese Barriere zu öffnen. Gut, dann lass mich mal sehen. Vielleicht kann ich... Lass mich mal sehen. Ja, mach mal eben, ne? Ja, auf die Idee kam ich auch schon. Das war's jetzt? Danke für die Hilfe. Nun ja, das ist eine magische Barriere. Kannst du sie öffnen? Das kannst du selbst. Es gibt einen Zauber dafür. Hier, ich habe ein paar Schriftrollen dabei. Magisches Kraftfeld zerstören. Okay, haben wir los, ne? Wie sieht die denn aus? Starke magische Heilung, Telekinese, Levitation, Eile. Lichtzauber, Feuerkristall. Magisches Kraftfeld zerstören. Pack ich mal eben auf die 7, ne? So, let's go. Okay, hast Bock? Komm. Let's go. Get your things and go. Da höre ich nämlich schon wieder die Kumpels. Oh. Aufgepasst, es geht los. Ah ja, ich weiß. So wird's gemacht. So wird das gemacht, Leute. Der nächste Ex-Mensch am Start. Wieder zu gierig gewesen. Jetzt ist aber gut. Muss einfach die Gier einstellen, dann passt das schon. Jetzt aber gut, Junge. Jetzt aber wirklich gut hier. So, ein schönes Schwertchen. Er hat doch auch noch ein Schwert verloren. Die sollten wir schön einsammeln. Die sind bestimmt gut was wert nachher, ne? Okay, dann suchen wir mal Cyrus, ne? Bleibst du bei mir oder wie sieht das aus? Ich muss nicht alleine rumeiern. Das finde ich immer sehr gut. Tatsächlich. Am Anfang, jetzt wo wir noch nicht so die Stärksten sind. Bisschen aufpassen wegen Fallen. Oh, habt ihr das gesehen? Ich glaube, er hat sich gerade eine Fliege aus der Luft geschnappt. Ja, komm ran. Ja, komm her. Es geht los. Ja. Ja, so ist es gut. Wir haben das im Griff, Alter. Und der Hahn wieder am Krähen hier. Jo. Ist gut, Hahn. Bleib mal entspannt. Bleib mal entspannt. Meine Lieben, der Hahnkrähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.